So, hallo und damit herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil des OMSI-Livestreams. Ja, ich habe den Stream gerade mal ganz kurz neu gestartet. Es geht quasi weiter. Die letzten paar Meter schon, mehr als die Hälfte dürfen wir eigentlich schon haben. Das heißt, der Teil ist ein bisschen kürzer. Aber wir haben jetzt in der Pause ausgehandelt, auf jeden Fall ausgemacht, dass jetzt ein bisschen Musik alle ist. Das heißt, alle, die ihr jetzt auf YouTube seid, habt zum einen was verpasst. Ich habe nämlich Eis gegessen und das war unglaublich wichtig und relevant und hab Chips gegessen, war ein gutes Vorbild. Also alle, die das jetzt verpasst haben, die es auf YouTube sehen, boah, mein Nacken, ey. Die müssen das nächste Mal auf Twitch dabei sein, immer erster Freitag im Monat, Livestream 19 Uhr, twitch.tv/jae97. Und was bleibt noch zu sagen, ja, jetzt Musik, das war eine demokratische Abstimmung. Ich hoffe, das passt einigermaßen von Lautstärke. Es passt zwar nicht so gut, weil der Bus kämpft dagegen ein bisschen an im All Truck Simulator. Das ist ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall ist es jetzt die All Truck Simulator 2 Playlist, die ich jetzt drin habe. Und bevor wir allzu lang quatschen, trinke ich nochmal einen Schluck. Und bevor er fragt, nein, das kann man nicht in der Pause machen. Pause raus. Und einmal weiter hier. So, einmal weiter hier. Ich mache mal OMSI nochmal ein bisschen leiser. So, einmal OMSI leiser da. So, vielleicht darauf. Damit die Musik ein bisschen mehr im Vordergrund ist, weil ich mit OMSI brauche nicht allzu stark hören. Das stört, finde ich, den Musikfluss. Das gibt eine Disharmonie, vor allem wenn der Blinker so toll ist. Und wenn man sich jetzt hier nochmal, was haben wir da gleich, den tollen Ton da anhört. Dann passt das wunderbar. Sound ohne Kopfhörer. Ja, das mache ich immer so. Ganz ehrlich, kann ich mal ganz kurz erzählen, so spoilermäßig. Ich nehme so gut wie immer ohne Kopfhörer auf. Aus dem Grund, da ich kopfhörerfaul bin. Ich mag die Dinger nicht auf dem Kopf, weil das Problem ist, wenn ich mich nicht so höre, wie ich rede, dann... Nee, es ist einfach seltsam. Deswegen nehme ich eigentlich immer ohne Kopfhörer auf. Außer bei Story-Spielen wie L.A. Noire oder Deponia, da nehme ich immer mit Kopfhörer auf, aber ansonsten OMSI und sowas immer ohne Kopfhörer, ne? Wobei beim All Truck Simulator, wo es Musik, Hilfe. Wo es Musik gibt, habe ich auch mal an. Rückkopplung gibt es ja anscheinend nicht, wie es scheint, ist ganz praktisch. Und für uns ist auch gerade der Gegenkurs entgegengekommen, beziehungsweise der nach uns. Nee, ich glaube der Gegenkurs, also von dem her passt er eigentlich. So, ein bisschen zügiger hier. Finde ich gut. So. Ich finde es mit Musik echt gut. Ich finde es ein bisschen seltsam, aber ist ja okay. Ich höre es auch eh nicht so wirklich, weil, wie gesagt, keine Kopfhörer und so. Vor allem werden wir gleich ein kleines bisschen leiser, weil der Motor nicht mehr so heult den Berg hoch. Naja. Ich schaue mir das dann im Endeffekt mal an. Und warum habe ich null Zuschauer? Das kann nicht sein. Das ist, nee, wenn was im Chat aufplöppt, dann ist das nicht null Zuschauer. Aber hey. Es ist wie die 301 Aufrufe auf YouTube, die sind einfach so ein Dauerbrenner, der muss einfach mal sein. Jo, guten Tag. Er ist auch schon ganz aufgeregt, hier mitfahren zu dürfen. Hallo. Genau, es kommt gerade was im Chat, aber wir haben null Zuschauer. Danke, Twitch, du bist genauso bugfrei wie YouTube. Ja, bin so stolz auf euch. Also, es ist genial. Genau, wir kommen zu ihrem Krankenhaus, stimmt. Was haben wir denn hier? Toffer Moore and Alex Elena, Where I'm From. So heißt das Lied, für die, die es interessiert. Ich sage ab und an mal dazu, wie das Lied heißt. Oh, 44 Zuschauer. Das passt schon eher. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viel wir letztes Mal hatten bei dem Fail-Stream des Todes of Doom. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, war auch so in dem Bereich. Auf jeden Fall, ich denke, das können wir so machen. Also, habe ich schon weitergeschaltet. Ja, Spital Gumlenchi. Wie viel Verspätung? Nur 17 Minuten, das ist voll sozial. Ich bin mal gespannt, wenn uns hier unser Nachkurs entgegenkommt. Bin mal ganz gespannt. Josh, du fährst viel zu schnell. Ja, das tut mir leid. Bus, schalte mal. Schalte mal. Gib es ein wenig Gas, so. Dann ist es nicht so laut, dann ist es vielleicht ein bisschen praktischer wegen Musik und so. Weil ich immer noch finde, im All Truck Simulator 2 hat das etwas mehr Stil als hier. Aber es hat auch was. Gulenchi Spital. Jo, einmal ran da. Hattest du vor deinem G27? Nein, das war mein, doch stimmt, ich hatte das Logitech. Oh. Was sind das? Whistling Down the Road von Silent Part. Interessantes Lied. Einmal kurz.
Ich hatte ein anderes Logitech, so mit roten Gummigriffen. Aber das habe ich ganz schnell wieder abgelegt. Es muss einfach SG 27 sein, weil alles andere ist. Nee. Also, was haben wir da? Check 3, 2 und 5. Ich muss echt gerade mitpfeifen, weil es so motivierend ist. Oh, Tag, Kollege. So. Hast du eine Lieblingsfußballmannschaft? Ja, die nicht spielen. Nein, ich bin einfach kein Fußballfan. Es ist einfach so. Das ist so ein Sport, genauso wie am... War das gestern Abend, wo Bayern gespielt hat? Oder vorgestern? Ich glaube vorgestern. Da habe ich mir eben eine ganz entspannte Runde um sie gegönnt, weil... Finde ich irgendwie gescheiter als Fußball. WM okay, aber ansonsten ist einfach so. Servus Niederbayer 2505. Das ist auch mal gesagt, ist so. Ach, dieses Lied ist genial. Nein, ich bin nicht zu weit gefahren. Das geht zu weit! Nein, das fährt zu weit, wenn dann. Steigen wir ganz hinten ein. Doch. Also ich sehe jetzt ja aktuell gerade, kann ich bis nur auf mein Handy schauen. Aber generell besitze ich... Hilfe. Oh, falsche Richtung, so vielleicht. Irgendwo bei der vorne. Oh, wow, wow. Da wird's wieder böse da vorne. Weil da müssen wir jetzt rechts abbiegen und die Kreuzung ist mehr als eng. Waren wir hier nicht schon? Naja. Okay. Warten wir mal, bis der hier durch ist. Dann können wir ganz weit ausholen. Wird ganz, ganz eng hier. Jo, oh, da. Oh, nein, Bus! Hilfe, kein Bus! Bitte kein Bus! Alles aber kein Bus! Ich müsste so neben dem Mikrofon sprechen, oder? Oh, die 40. Mit dem Doppeldecker. Warum nicht? Ist interessant. Hilfe, wir das fahren können. Nein, da wäre mir jemand reingedüst. Tja, jetzt können wir aber. Wäh, das ist theoretisch eigentlich unschaffbar, aber wir müssen ein bisschen Bordstein mitnehmen. Ja, wie gesagt, das ist sehr schwierig da. Nennen wir es dezent schwierig, aber ansonsten mehr ist es nicht. So. Bisschen Kickdown reinhauen. G27 war mir zu teuer. Ja, das stimmt, das ist... Aber es ist, finde ich, sein Geld wert. Einfach, weil ich will nicht wissen, wie viele, was es schon alles mitgemacht hat. Ich kann mal ganz kurz schauen, wie weit ich schon... Was steht in meiner Fahrerakte drin? Die könnt ihr leider nicht sehen. Okay, 8%. 3342 Kilometer in OMSI 2 allein. Also davor noch ein bisschen, natürlich OMSI 1 nochmal. Aber jetzt in OMSI 2 über 3000 Kilometer bin ich schon gefahren. Und dann, ganz ehrlich, wenn man OMSI nicht nur so ein bisschen nebenher, sondern wenn das einfach das Spiel ist, was man halt spielt, dann, ja, lohnt sich das halt wirklich. Dann ist es eine Investition, die man einmal macht und dann hat es sich halt echt gelohnt. Was ist denn das für eine Innenanzeige? Die war bei dieser Moki-Mod dabei. Die funktioniert aber, glaube ich, nicht. Nein, die funktioniert nicht. Die war bei dieser Mod dabei. Jo, ach, bei dem Anziehen war es so 52 Leute. Okay, ich habe gedacht, fährst mal was Interessanteres als diese Brasil-Viage-Map, die ja gegen Ende etwas deprimierend war. Aber anscheinend, wollte mich deprimiert sehen. Gut, nee, ist okay, ich komme damit klar, das macht mir... Nee, es ist voll okay, es ist... Jetzt weiß ich, wer zu mir steht. Pünktlicher geht ja auch. Nee, pünktlicher ging nicht, tut mir leid. Jo, 30, bitteschön, gute Fahrt. Wie viel Euro hast du es gekauft? Oh, knapp über 200. Also, knapp drüber. 2-1. Relativ, ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet. Aha! Wie viele OMSI 2 Stunden hast du bei Steam? 700, schlag mich tot. Oh, ein neuer Follower. Mal B1? Irgendwie sowas in die Richtung. 700, schlag mich tot. Irgendwie sowas. Oh, das ist schön, das Lied. Das ist schön, das gefällt mir, das mag ich. Das habe ich aus meinem Silvester-Special. Ach ja, dieses Jahr kommt auch wieder so ein Let's Talk. Das hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Dieses OMSI-Silvester-Special fand ich echt, doch, hat mir echt Spaß gemacht. Ich mach mal Fenster ein bisschen zu. Wenn wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, in unserem eigenen Kosmos leben, unseren eigenen Platz schaffen in dieser Welt, der wir doch nicht wissen, wo wir hingehören.
als wenn wir uns nicht einfügen müssen in Rechte und Normen und Werte, die in der Welt existieren. Dass wir uns einfach mal frei machen können von alledem, dass wir uns selber überlegen können, was ist gut für uns, was wollen wir wirklich. Dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, was andere über uns denken. Dass einfach wir selbst sein können. Dass einfach nur die eigene Meinung zählt. Man soll sich um sich selbst kümmern. Es gibt Leute, die tun das zu häufig. Es gibt Leute, die tun das zu selten. Diese Leute müssen einfach mal ein Fenster zumachen. Sich einfach mal abkapseln. Einfach mal was anderes machen. Zeit verbringen, so wie man es für richtig hält. Sich nichts vorschreiben lassen. Und genau in dem Moment waren es 5 Zuschauer mehr. Das finde ich toll. Dominik LP 2015, hallo. Interessant finde ich, dass in dem Moment 5 Leute zugeschaltet haben. Schön. Wie war das? Es gibt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck wieder wettzumachen. Finde ich gut. Du könntest Politiker werden. Ja, mir wurde nachgesagt, dass ich viel sagen kann, ohne viel Inhalt. Auch wenn es um irgendwelche Meinungssachen geht, dann ist es meistens so, dass es einfach irgendwas ist. Und jetzt passt die Musik schon wieder nicht, das ist schön. Was ist da vorne wieder los? Ich weiß es nicht. Ach ja. Warum habt ihr alles so wenig Omsi-Stunden? Ja, Q20 oder was auch immer. Hallöchen. Und das Stream, nein, nicht anfangen zu laggen. Nein, sei ein feiner Stream, nein. Nein. Du wirfst nicht mit Datenvolumen um dich. Du machst das ganz ruhig. Du fängst an zu atmen. Stream! Fang dich wieder. Werd wieder grün. Weil ich sehe nämlich unten in OBS, da ist so eine Anzeige, wie aktuell, wie es quasi aktuell mit dem Upload steht. Ob der Upload funktioniert und ob alles so gestreamt werden kann, wie ich mir das vorstelle. Was nimmst du für Pillen? Keine. Ganz ehrlich, ich bin einfach so, dass man muss nicht immer trinken, man muss nicht immer was nehmen, um einfach mal lustig drauf zu sein. Ich bin eh hyperaktiv, weil ich aufkriege, wenn ich im Stream bin. Ja, nee, aber ansonsten eigentlich nichts. Wie gesagt, irgendwann werde ich vielleicht mal die Outtakes bei der... Ach, Tag Sascha. Beziehungsweise unseren Werbeclip hochladen, da bin ich auch etwas seltsam. Aber was auch noch, wollte ich noch mal fragen im Stream. Und zwar, nächste Woche, ja schon nächste Woche, steht Omsi Folge 200 an. Und ich habe absolut keinen Plan, was ich machen soll. Gar keinen Plan. Habt ihr Vorschläge? Nämlich, ich habe gar keinen Plan, was ich machen soll. Und deswegen, wenn ihr da irgendwelche Ideen hättet, einmal weiter da. Das sind spezielle Eierpillen, genau. Die wirken auch nur bei mir so. Und das, da kann ich auch so viel reden und Trash labern und alles andere. Ist sonst nicht, ne? Wunderschön. Jo, guten Tag zusammen. Hallöle. Ja, ein bisschen zu spät, aber das ist mir egal. Jo, 72, 30, 2 und 5. Bitteschön. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte, hollala. Ja, ich bin den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich eine Fahrkarte, die so den ganzen Tag gilt. Eine Tageskarte heißt das dann, glaube ich, ja. So eine Art, kannst du mal Minecraft spielen? Nein. Also ich habe vor allem auch gar keinen eigenen Account, mein Bruder hätte einen, aber nee, ich weiß es nicht. Baum bin ich unkreativ und PvP, Alheim vor 3.1. Ist auch nicht mein Ding. Also, was mir gefällt, ist halt Alheim vor 2. Alheim vor 3 ist halt diese Erweiterung, die magisch nisch. Allerdings habe ich mit dem guten David M., der quasi Winsenburg und Alheim vor 2 gebaut hat, vielleicht schaut er auch zu, ich weiß es nicht, kann ich in den nächsten Wochen mal sein neuestes Projekt vorstellen. Das freut mich, das machen zu dürfen. Und zwar ist das irgendwie Alheim und Lautzenbach oder sowas. Ich glaube schon, irgendwie sowas war es. Für was sein neuestes Projekt? Ich habe mir den zweiten Namen nicht merken können. Laurensbach? Egal, auf jeden Fall neuester Geniestreich von ihm, die Erweiterung von Alheim vor 2. Und die darf ich in wenigen Wochen quasi exklusiv vorstellen, deswegen, ja. Heimat quer durch Winsenburg. Ja, Winsenburg wäre auch eine Idee. Winsenburg ist auch schön. Wobei ich mir Winsenburg für das Release des O407 aufheben wollte. Also zumindest die Überlandlinie. Da wollte ich dann, wenn der rausgekommen ist, mal mitfahren.
So, das da. Ja, entweder Winsenburg-Filie hintereinander, wie ich es ja quasi auch gemacht habe in zum 100-Folgen-Special. Vor allem muss ich ja schon, ob ich überhaupt Zeit habe. Aber ich weiß nicht, ob das langweilig wird, weil ich meine, hier nehme ich jetzt auch wieder eine halbe Ewigkeit, auch vor allem mit Facecam. Das heißt, es ist dann nicht mehr so was Besonderes, wie es früher mal war. Das muss ich mal schauen. Du solltest mal zur Abwechslung Bus fahren. Ja, das wäre Jonas, finde ich eine geile Idee. Ich sollte Bus fahren. Würdest du dir das um die zwei würdest du dir vorstellen, dass es um die zwei Multiplayer gibt? Ja, fände ich interessant, sagen wir es mal so. Wobei, ich habe auch schon mal erwähnt, dass ich irgendwie so der alleine zurückgesogene Einsiedler bin. Max Mustermann, hallo. Also ich quasi eher so der bin, der quasi hier so allein seine Runden dreht und ja, nicht viel Zeit bzw. Lust hat, so unbedingt viel mit anderen Leuten zu machen. Das tut mir leid, aber es ist irgendwie so meine Art. Genau. Also, finde ich aber trotzdem ganz nice für Specials oder sowas. Ich habe, was? 1100 Stunden in OMSI. Hollala. Was haben wir noch? Wie wär's zur Abwechslung mit OMSI 2? Ja, öfters mal was Neues. Du könntest mal wieder Julians Straßenbahn. Ich habe leider Julians Straßenbahn nicht. Ich habe nur die Straßenbahn von Chris Lee 92. Also der gute Chris, von dem habe ich die Straßenbahn auf der Barmap vom guten Tempo 1. Allerdings hat er gemeint, dass es in nächster Zeit nicht allzu viel zum Zeigen gibt. Deswegen, ja, wird es schwierig. Einmal Schüler bitte. Einmal Schüler. Sagte der Lehrer, der von einer leeren Klasse stand. Das haben wir aber auch schon mal gehabt. Zack und dreimal. Jo, habt ihr Temsa-Busse? Nein, wir haben ausschließlich und nur und nichts anderes VDL-CTR. Traurig, aber die Wahrheit. Genau. Also nein, haben wir nicht und ich bin, ich weiß nicht, ob ich froh oder traurig drum sein soll. Auf jeden Fall bin ich schon geplagt genug mit den CTR, deswegen, so. Wir müssen ins Bild drücken, so. Einmal anhalten, bäh. Boah, dieser Haltestellenabstand. Vielleicht mal die zweite Tür, vielleicht ist da jemand. Richten Sie sich eigentlich auch nach einer Fahrkarte, bitte. Ja, ich richte mich auch danach, wenn ich Fahrkarte verkaufen soll. Bitteschön, gute Fahrt. Hallöle miteinander. Tja. Was habt ihr denn? Nee, mehr ist da nicht. Okay, gut. Wunderbar, jetzt wissen wir auch noch, welche Map wir fahren. Aber ich glaube, jetzt hält sich so der Zuschauer-Counter einigermaßen. Oh, ich lagge. Einigermaßen konstant, also ganz praktisch. Welche Stadt kommst du denn? Da fehlt zwar ein Aus, aber schwirrst voll okay. Stadt. Dobel hat 2000 Einwohner. Also, ich habe die Map Dobel gebaut, für die, die es nicht wissen. Dieses hässliche Stück irgendwas. Da komme ich her. Und es hat 2000 Einwohner. Und ich habe trotzdem einen Upload, mit dem ich streamen kann. Das ist irgendwie traurig. Aber es ist einfach so. Hast du Lemta installiert? Ja, habe ich auch schon relativ viele Videos drüber gemacht. Das Traurige ist irgendwie, dass ich die Lemta-Aufnahmen irgendwie immer eine der schönsten fand, sowohl vom Spaßfaktor her, als auch quasi von dem, was quasi rausgekommen ist. Allerdings haben irgendwie alle Lemta-Videos fast keine Aufruf, also gefühlt im Vergleich zum Rest. Also, ich weiß es nicht. Ja, habe ich installiert, fahre ich, was ich sehr gerne fahre, ist die 450. Richtung Adlersbruch. Boah, ist die Musik laut. Doch, die Musik hat was. Und ich, Ich glaube, jemand, der hier neu zuschaut, ist echt genial. Ach ja. Ah, die Musik hat was, die motiviert so ein bisschen. Was wollte ich erzählen? Ich weiß es nicht. Lehmtal ist geil. VDLCTR ist doch zum Kotzen noch besser als Temsa. Ja, ich bin geplagt, aber ja, ich komme langsam mit klar. Also, ich habe mich im tiefsten Inneren damit abbefunden, noch nicht ganz damit abgefunden, aber äußerlich tue ich schon mal so. Es ist okay, sag was mal so. Man kommt mit der Zeit damit klar, es ist zwar für jeden Busfan, vor allem wenn eine einheitliche Flotte besteht, die quasi nur aus CTR besteht, dann ist es relativ langweilig, aber naja. Ich feiere auch nicht zum Spaß zur Schule, ne? Was haben wir denn? Wie findest du sie? Lemtal ist geil. Wir haben ungefähr alle Büsse außer VDL. Und wir, das ist das Unterschied zu uns, ich schwör, das Unterschied. Wir haben keine anderen Busse außer VDL. Also läuft. Wir haben vor allem noch
Berghof Ambassador 200. Aber das ist... Die tun so weh. Naja, was soll man tun? Ich bin wieder da. Hallo, Hermi, hallo. Solar ist der letzte Scheiß. Ich finde, es kommt relativ auch viel drauf an, wie man den Bus bestellt. Also ich bin bisher selten mit Solaris gefahren, aber es war immer in Ordnung. Und diesen Bus feiere ich einfach. Der für Omsi ist mit der Moki-Mod, oh, geil. Aber sowas wie der Inter-Urbino oder sowas, ne. Hm, da kann ich mir aber mit jagen. Also, Solaris Urbino, Stadtvariante, okay, wie auch er hier, aber Inter-Urbino und so Zeug, ne. Da kannst du mich auch mit jagen. Wir haben 1400 Einwohner. Ja. Ach ja, mit dem interessanten Faktor, dass wir eine 100-Mbit-Leitung hier liegen haben. Es ist genial. Ich find's toll. Ach, jetzt kommen hier die ganzen Solaris-Wortwitze. Musik ist gleich vorbei. Da kommt ein anderes Lied. Die fahren in meiner Stadt fast nur noch und jetzt kommen auch noch Solaris-Stadtbahnen. Ja, wir haben nur GT-Gedönsviecher. Also nicht auf dem Dobel, da gibt's keine Bahn. Aber die S6. Erzähl mal einen Witz. Kann man sich, wenn man sich das Knie an Pflastersteinen aufschlägt... Nee, wie war das? Kann man sich das Verbandszeug sparen, wenn man sich seine Knie an Pflastersteinen aufschlägt? Nee, warte mal, ich hab doch so eine geile, schlechte Witze-Seite gehabt bei SWR 3. Such ich mal ganz kurz raus. Da. Da haben wir ein paar ganz schlechte dabei. Oh, ein Follower. Hallo, Omsi-Tester. Oh, da will man eine Fahrkarte haben. 44. Ja, einfach mal ganz kurz. Dankeschön. Den da. So, ist mir egal. Warum ist man oft total erleichtert, nachdem man sich gerade beschwert hat? Okay, ist nicht so gut, gell? Da gibt's bessere dabei, muss man echt sagen. Ich drücke einfach mal so lang durch, bis ein Erzählenswerter dabei ist. Ist der perfekte Geburtstagskuchen für Informatiker der Google-Hupf? Okay. Ich fahr weiter. Was haben wir denn? Der Solaris in München ist geil, kann sein, ich war noch nie in München. Yoshi macht jetzt Neid, ich bin heute mit unserem letzten Mal beim UL 312 Facelift gefahren. Haben will. Ich würde aber gerne mit einem O-Fnet 7 oder sowas fahren, aber hey. Tag, Patrick, hallo, oh. Also bei schlechtem Licht wird das etwas, homogen. Solaris ist immer noch besser als VDL, was eigentlich auch keine Kunst ist. Jo, hallo zurück. Wunderbar, fahren wir ein bisschen zügiger. Und dabei ganz entspannte Musik und der Bus dröhnt das voll, das ist toll. So, welche Linie hat denn der Kollege hier? Ach, die 58, also die normale Linie. Also nicht die 40, die wir hier haben, sondern die normale, die hier. Ja, sehr entspannte Musik, gell? Die ist eigentlich aus meiner Playlist, die dazu gehört. Nein, das war ein Witz. Das war ein Witz. Das war nicht ernst gemeint. Dein Special wird mit AOD sein. Das ist eher eine Aussage als eine Frage. Lässt sich einrichten. Das Problem ist, ich bin ein Mensch, der lässt die Specials meistens ein paar Stunden machen. Und da, das macht mein Handy nicht mit. Vor allem nicht mit Bildschirmaufnahme. Wird schwierig. Geht ein Keks um die Ecke und verkrümmelt sich. Oder wie war das, was ist ein, wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Map Westernay und Perotinus O-Fnet 7. Ja, leider habe ich den O-Fnet 7 nicht, da bin ich leider keine Premium-Bitch, die den vorher hat. Ich habe nicht alles, auch wenn ihr denkt, man hat als YouTube-Partner alle Kräfte der Welt. Alle Busse haben wir dann doch nicht. Also sonst würde ich natürlich liebend gerne den O-Fnet 7 vorstellen, aber ich habe ihn leider nicht. Patrick Omsi 2 ETS 2, hallo. Genau, wir haben nur Lion Cities und Zitarus, schützt euch glücklich. O-Fnet 7 fahre ich Donnerstag früh, also zweite Generation, die mit voll verglasten Türen. Ja, wir hatten, also Bahnbus, BZW, Südwestbus, ich mache mal die Rote weg, das ist echt verstörend. Vor allem für neue Zuschauer. Südwestbus hatte, beziehungsweise hat immer noch die Fahrt, es hat nicht mehr auf der Linie,
O407 der zweiten Generation, also grauer Innenraum, voll verglaste Türen, und früher hat man Subunternehmer Rübenacker. Der hatte erste Generation mit braunem Innenraum, also so richtig schön. Ach ja, das alte Plus, die wurde halt ersetzt durch die, die die ganzen CTAs haben. Das ist ein bisschen schade. Naja, was immer tun. Du bist rot. Ja, das war... Ich wollte wieder ein bisschen schnuckelische Atmosphäre schaffen, ne? Scheißelein. Lach nie, wenn ein Pole gegen den Baum kracht, es kann deins sein. Ich hab es nicht verstanden. Kennst du O55N2 Real Workers OMSI 1? Ja. Schau dir mal, wenn du den mal sehen willst, von mir gefahren, schau dir mal die Playlist The History of Freifurt an. Also ich pflege relativ gut die Playlists bei mir. Und wenn du mal auf History of Freifurt gehst, in der allerersten Folge bin ich hier mal gefahren. Damals war ich noch ganz klein und popelig und heute bin ich popelig, aber es hat ja auch nichts geändert. Auf jeden Fall bin ich hier nochmal gefahren auf der ersten Freifurt-Version, Freifurt V1. Boah, dramatische Musik. Humor, Humor und Clouds ist das. Ich müsste es auch Radiomoderator-Style machen. Auf jeden Fall kenne ich ihn, er ist, ja, nicht schlecht. Aber es ist halt, wie gesagt, durch so ein Solaris hier, ist es natürlich konkurrenzmäßig, ja, nur und so, kennt er ja. Dramatische Musik. Humor, Humor und Clouds. Interessant. Ach ja. Hören Sie jetzt zur Entspannung am Freitagabend? Nein, das kann ich nicht. Egal wie neu du bist, Manuel ist neuer. Ja, der Klassiker. Hallo. Den kennen wir ja alles. Oder egal wie gut Josh fährt, Züge fahren Güter. Nein, ich habe nichts getrunken. Das ist einfach so. Da, bitteschön. 30. 5, nee, nichts. 50. 2, 1 und 5. Weil der ist nicht schlecht mit den Zügen, die Güter fahren. Das. Oh, stimmt. Ach, ich denke mal 1,70. Warum kommen da gerade so viele Chatter? Die kann ich ja gar nicht lesen, weil ich Fahrscheine verkaufe. So. Warum alle Fahrkarten? Ist das. Na. Wobei, Geld und so. Wenn YouTube an die nicht reicht, dann, genau. Ein Fahrschein, bitte. Immer Fahrschein. Kommt sofort. Einmal da. 3 und 2. Bitteschön. Also, was haben wir denn da? Wann hast du Geburtstag? 9. Februar, für die, die es interessiert. Ich bin 18, für die, die es interessiert. Es ist mir egal, wenn ihr das wisst. Ich schwör, ich weiß, wo dein Haus wohnt, ey. Nee, 9. Februar 97. Baujahr 97. Guter Jahrgang, sehr guter Jahrgang. Was haben wir denn noch? Dein Science heißt dein... Ach, warte mal, ich muss die Stimme müssen eine neue Route einstellen. Route 4. Jetzt passt wieder. Also, wie heißt dein Fahrrad? War das Autokorrekturnummer meine Freundin? Also, der ist Luisa, falls es interessiert. Aber dein Fahrrad, ich habe ein Fahrrad, aber es hat keinen Namen. Wir fahren mal zum alten unbeheizten O505, auch im Winter unbeheizt. Sehr, sehr geil. Und wir fahren mit unklimatisierten, naja, wobei die sind sogar klimatisiert. Was hältst du von dem Projekt Mainz? Also, mir gefällt's. Ich finde echt genial, was sie auf die Beine stellen und es wird ja noch eine Weile brauchen, aber da wird echt was Geniales. Sag mal, deine 3 Lieblingsmaps und eine, die du nicht haben kannst. Hä? Lieblingsmaps. Oh, das Thema hatte ich schon so oft. Es ist unglaublich schwierig, weil es sich einfach dauernd ändert. Manchmal hat man einfach Bock da drauf, manchmal hat man einfach Bock auf sowas. Oh. Also ich glaube, ihr seht relativ gut anhand von meinen Kommentaren im Let's Play, was ich gerne fahre und wo ich ein bisschen genervt bei bin. Also was ich gut finde, ich hoffe, ich lasse nichts aus. Ich nehme jetzt einfach mal Release the Maps, weil alles andere macht wenig Sinn. Lemmental ist gut, Stettin ist in vielen Teilen echt geil, einfach weil es ist zwar nicht top ausgestaltet, aber du hast einfach... Überland einfach mal ganz gediegen fahren. Wunderbar. Hamburg ist geil. Hamburg gefällt mir. Was haben wir noch? Noch viele. Winsenburg 2015. Alheim V2. Nicht die V3, sondern die V2. Welche Maps fahre ich noch voll oft? Mir fällt bestimmt gerade eine nicht ein. Mir fällt gerade bestimmt eine nicht ein, aber... Finden wir so ungefähr um den Dreh rum. Ich habe schon mehrmals erwähnt, auf jeden Fall so in der Art. Was haben wir denn noch in der Chat?
Bei uns haben sie auch alle offener Team ausgemustert, nur noch manche Subunternehmer. Ja, das Problem ist, dass unser Subunternehmer halt nur CTA hat, wenn wir noch sterben gehen. Und eigentlich mehr trinkt, aber das Trink ist gleich leer. Boah, trinken ist, sprechen ist anstrengend. Hört sich gut an, Eric Let's Plays. Ich weiß nicht, um was es bezieht. Willst du Josh oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ich stehe in irgendeiner Tabelle drin. Ich bin irgendwo gelistet. Ich bin wichtig. Nein, gut, das, wir legen die Lächerlichkeit mal wieder ab. Wunderschön, das Lied ist genial. Zu spät sind sie mal wieder. Ja gut, solange da kein Kommentar in Richtung zu spät kommen und sowas kommt, aber sind wir schon nach 22 Uhr? Nein, wir können solche Kommentare noch nicht bringen. Okay. Wobei, generell muss auch nicht sein. Ja, genau. Was haben wir da noch ein bisschen? Josh macht doch vielleicht ein bisschen Radio an oder so. Ich finde die YouTube-Playlist insofern praktisch, da ich das Ganze auf YouTube hochlade. Und GEMA. Hier wäre mir es ja egal, aber ich lade das auf YouTube hoch und monetarisiere das. Und ich habe keinen Bock auf irgendwelche Strikes. Hätte ich ja in der Pause anmachen können oder sowas. Ihr könnt euch selber Radio anmachen. was haben wir denn? Diese Musik. Ich wollte nicht einschlafen. Die ist voll lustig. Die habe ich aus der YouTube-Audiobibliothek. Das ist hier gerade Albis mit Concierge. Also es ist ein Welthit. Der ist bloß noch nicht so bekannt. Alpha 2 ist besser als die V3. Genau. Finde ich genauso. Und bald kommt die Erweiterung von der V2. Oh. Also ihr müsst mal in der Omsi-Szene vorbeischauen. Omsi-szene.de. Da ist im Showroom quasi der Nachfolger von Alheim V2. Den ich mir mal vorstellen darf. Schaut euch die Screenshots an. Richtig geil. Richtig geil. Anschauen, machen. Nur mal so als Hinweis. Hallo. Nein, du bist so lustig und ich meine den Witz, den du nicht verstehen hast. Also la pole ba. Ach, Bogenclan, ach so, der Klassiker. Ja, nee. Ja, wer ein bisschen ungefähr weiß, wo ein Teil meiner Familie herkommt, ja. Der weiß, dass ich das nicht lustig finden wird. Also von dem her. so sind wir alle draußen hier, die raus wollen. Habe ich einen Unfall gebaut oder warum ist jetzt hier so leer? Völkerwanderung. Habe ich einen Unfall gebaut? Ja, YouTube-Audiobibliothek ist echt beste. Jonas hatte auch Ahnung von, weil Jonas durfte schon meine YouTube-Audiobibliothek-Künste bei meinem tollen Werbespot sehen. Aber die hat echt was, muss ich sagen. Hat echt viele, viele geile, kostenlose Tracks drin und vor allem auch Soundeffekte, die ich zwar nicht einbauen kann und muss, weil ist so. Was ist dein momentanes Lieblingslied? Ich bin leider, also leider so der Mensch, der einfach bloß das Radio anschaltet und sich einfach nur freut, wenn einigermaßen das kommt, was mir gefällt. Also, was, ich aktuell höre an Radiosendern, für die, es interessiert, damit ihr ungefähr was mein Musikgeschmack habt, ist SWR3. Das ist so alles halt so, alles einfach, was irgendwie allen gefällt. Und dann höre ich auch immer wieder ganz gerne Das Ding. Das ist so ein Ableger vom SWR. Und da läuft dann mit ein bisschen weniger Werbung und ein bisschen aktuellere und mehr Musik, als so quasi die Jugendabklatschsparte vom SWR. So. Und da kommt auch immer Sanft und Sorgfältig. Bestes mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Bestes Format. Ja, also, bist du Pole? Nein, bin ich nicht. Was ist das für ein Bus? Das ist der Solaris Urbino 15 in der Moki-Mod. Steht auch immer ab und an mal irgendwo oben im Titel oder irgendwo im Chat. Ab und an mal. Ja, ist so. Oder schau es auf YouTube an, übermorgen, dann steht da der Link in der Videobeschreibung. Ja. Weiterschalten. Wir sind bald da. SWR3 bestes Radio. Ja, ist echt so. Zusammen mit Das Ding, je nachdem, was ich gerade brauche, ob ein bisschen entspannt oder ein bisschen Power und Motivation, ist dann halt je nachdem, was da gerade so ist. Wir sind bald da, für die, es interessiert. Das Ding kenne ich. Ja, das ist, läuft. Felix will schlafen gehen. Es ist, wie viel Uhr haben wir es? 18. 21.18 Uhr.
Ja, geht einfach, ist okay. Dann habe ich nur noch 48 Zuschauer. Kennst du 1 Live? Ja. Allerdings bin ich kein Mensch, der Internetradio hört, weil ist so. Also 1 Live finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Auch von der Musikauswahl her, also wenn es aus der Region kommt, wird gerne, aber ich habe da meine Anlage und höre halt UKW. Genau. Was haben wir denn? Warum baust du nicht in jedes Jahr wieder das Premium-Grillenzirpen ein? Weil das dann zu Premium wäre. Das Problem ist, die Videos sind schon so Premium. Es geht einfach nicht. Das beste Radio ist Radio 89. Kenne ich leider nicht. Wie groß bist du? Warte mal. Das können wir näher eruieren, indem ich meinen Personalausweis raushole. Wunderschön. Das muss da draufstehen, oder steht es da drauf? Ach, das ist der, oh, das ist der Führer. Genau, Führer. Personalausweis, sagte er und holte den Führerschein raus. Ja. 1,79. Ich weiß nicht, wie groß ich bin. Tut mir leid, ich weiß es halt leider nicht. Ich bin 1,79. Jetzt wisst das alle, jetzt könnt ihr Dinge tun, die so sind. Ja, genau. Meine beiden Moderatoren wechseln sich einfach ab. Finde ich, wäre ich auch dafür. Welcher ist der Lieblingsmoderator? Dingens hier. Christian Thees. Richtig geiler Typ. Ich finde, die Stimme ist einfach so abgespaced, dass es einfach schon wieder geil ist. Und SWR3 Pubquiz ist einfach genial. Und, ja, ich feiere den Typ einfach. Radio Fantasy. Kann ich nicht, also ich bin momentan eigentlich ganz gut beraten mit dem, was ich höre. Oh, und ich merke, ich fahre wieder scheiße. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich schon meinen Führerschein gezeigt nach dem Motto, boah, ich habe Führerschein, ich bin voll gut Autofahren und so. Und dann sowas. So, die Dame möchte nicht mit. Jo, einmal zu da. Und fahren wir mal weiter. Jo, ich. Bisschen Country-Musik zwischendrin. Oh, ein Gegenkurs. Dachkollege ist ja die 63, aber naja. Also wir höchstens 5 bis 6 Minuten noch und dann sind wir da. Yay! Party hart vorbei. Ist auch ganz lustig, aber irgendwie merke ich langsam, dass ich wirklich jetzt 2 Stunden am Dauerquatschen war. Und dass es anstrengend ist. Ich glaube, dadurch kann man echt viel Fett verbrennen. Deswegen verstehe ich nicht, warum Mr. Morgame so beleibt ist. Aber ist okay. Das ist ein Mysterium, das für immer so geklärt, ungeklärt bleiben wird. Ungeklärt ist dann das Wort. Genau, Josh. Jo, genau. Einmal rein da. Boah, wie viele Haltestellen ich heute schon angefahren habe. Josh, nicht Haltestellen anfahren. Die haben auch Gefühle. Das tut denen weh, wenn du die anfährst. Eine Tageskarte, bitte. Nicht lustig, gell? Nein. Gut. Dadam, dadam, dadam. Dadam, dadam. So, einmal zu da. Ach, wunderschön. Ach, neue Follow, Super Freddy 3. Ein Autospiegel, Hilfe. Herr Löhle, die Piloten schaffe ich noch. Ja, ist ja nicht spät. Beziehungsweise, ob der Internet das noch schafft, ist die andere Frage. Aber ich denke, ihr kennt ja alle Stettin, weil, ja. Ihr kennt es ja alle. Deswegen wisst ihr ja, wann wir da sind. Ne, die 30, wenn die welche Stettin fahren, dann die 63. Oder die 40, wenn ich ganz viel Zeit habe. Aber was ich immer mache, ist, wenn sonntags von 19 bis 21 Uhr, was haben wir? Sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann kommt. Das geht 2 Stunden lang. Und dann gönne ich mir immer so eine lange Linie und dann wird ganz gediegen gefahren. Josh bringt mich gleich zum Einschlafen. Ich muss noch hyperaktiver werden. Okay, bringt nichts. Ich könnte mal motiviertere Musik reinmachen. Sehr, sehr geil. Aber es ist schön, das gefällt mir. Das ist einfach schön und melodisch. Ich bin jetzt ein Follower von dir. Hallo! Ich werde verfolgt! Hilfe, ich bin nicht paranoid. Nein, bin ich nicht. Ich werde verfolgt. Von ganz vielen Followern. Hilfe! Super, Hilfe. Es tut mir mache Angst, Schwürfel. Kommt mal rein, Kinder. Nee, nicht drücken. Zu zweit brauchen wir nicht drücken. Ihr kriegt ein Loch einen Sitzplatz, vielleicht. Ein bisschen zu spät bin ich schon, da hast du recht. Jingle Punks und Dusty Road. Jetzt hier im genialsten Radioprogramm am Freitagabend hier im Livestream bei mir auf twitch.tv/r97. Und ihr könnt mir natürlich immer regelmäßig erreichen. Zum einen über Chat.
Nichts mit Telefon. Wenigstens hat sich dein Puls vielleicht zum Anfang geregelt. Ja, jetzt ist mir bloß nur noch warm, obwohl das Fenster offen ist. Und wenn ich es jetzt statt Kippen ganz aufmache, dann kommen die Viecher rein, weil hier drin Licht an ist. Viel so riesen Problem. Es sind Probleme eines YouTube-Partners. Das hört sich... Ach, das wäre noch mal eins weiter. Genau. Alheim V2 gibt's, glaube ich, noch auf omsi.cz. Musst du mal schauen. Ansonsten kommt, wie gesagt, bald die Erweiterung. Alheim und Laurenzbach, Lautzenbach. Ich kann mal nachgucken. Wir haben mal Zeit. Ach, der Google-Hupf ist immer noch offen. Ach, ist ja schlecht. Auf jeden Fall kommt ja quasi eine offizielle Erweiterung vom guten David M. Und deswegen, wo haben wir es denn? Da. Showroom. Maps. Alheim und Laurenzbach. Jetzt haben wir es. Jo. Hier haben wir ein paar Bilder. Könnte ich mal anschauen. Das wird, okay, das bringt so nichts. Schaut es einfach selber an. Omsiszene.de. Schaut einfach mal. Ist ein Forum. Schaut in den Showroom rein. Da kannst du ja nachfolgen. Das ist quasi im Bau. Kommt auch bald ein Video von mir dazu. Und ja. Genau. Dann könnt ihr quasi Alheim V2 mit noch mehr Qualität fahren. Motivationsmusik. Ich spiele mal noch einen Underground Simulator. Ja, den habe ich installiert. Kann ich auch mal machen. Ich weiß noch nicht genau wann, weil ich habe wieder Train Simulator aufgenommen für nach dem Portal 2 Coop Testkammern. Aber irgendwann passt er bestimmt mal rein. Ich muss auch noch World of Subways 2 die Rücktour machen. Ich muss so viel spielen. Und schneller fahren. Wie viel schaffen wir eigentlich? Geschwindigkeit! Uah. Ich will nicht wissen, wie viel Verzögerung das Stream hat. Also, bei mir waren es am Anfang ungefähr 40 Sekunden rum. Was hältst du euch von dem Gewittermod für Omsi? Brauche ich eigentlich nicht. Also, ist zwar schön und gut, aber ich finde, das normale Omsi-Wetter reicht aus. Ist zwar echt ansehnlich, aber es ist, gehört so zu den Sachen, brauche ich nicht. Alheim und Laurenzbach so genial. Genau, das ist auch einer erfasst. Hast du ja auch schon kommentiert, das ist echt, oh, richtig sehr, sehr geile Map. So, jetzt sind wir auch gleich schon im letzten Kaff angelangt, wo wir hin müssen. Zack, noch die letzte Kurzstrecke verkaufen. Einmal weiter da. Haben wir weitergeschaltet. Ich glaube, das stimmt jetzt dann eher. Kennst du das neue Projekt von Alter, den Scania Berlin? Ich habe mal ein paar Screenshots gesehen und es ist halt wirklich gewohnte Alter-Qualität. Also sich nicht drauf zu freuen wäre, nee, das geht einfach nicht. Man kann sich nicht drauf freuen. So, und hier müssen wir jetzt schauen, weil der hat eine seltsame Beschleunigung, vor allem ein seltsames ABS-Verhalten, dass wir hier hochkommen. Ah, wir sind viel zu fett. Es war eng. Ja, das Problem, wenn man einen... Nein, ich mache jetzt keinen Witz über lang und... Nein, mache ich nicht. Nein. Auch wenn jetzt hier wahrscheinlich eine Männerrunde ist, mache ich da trotzdem keinen Witz drüber. Nein, einfach nein. Hast du Sweet FX? Nein, habe ich nicht. Weil, wo ich meinen alten PC noch hatte, der übrigens da steht, den kann ich nachher in die Kamera halten. Damit ihr mal den alten Laptop seht, auf dem die meisten Omsi-Folgen bisher produziert worden sind, hat das unglaublich viel FPS gezogen und eigentlich sind wir mit FPS heilig. Da. Ist ein bisschen dunkel, aber es ist ein Sony-Laptop. Der hat wirklich gute Dienste geleistet, aber jetzt muss das halt ein bisschen was sein mit Leistung unterm Hintern, ne? Jetzt ist es halt ein PC. Oh, jetzt müssen wir anfangen, wird es interessant, weil er hat seltsames ABS-Verhalten. Wenn man zu stark Gas gibt, hier zum Beispiel, dann geht er mal wieder runter und dann komme ich von der Stelle. Was ist das für ein Himmel? Ach, auf omsi.cz gibt es ja die V3, aber ich glaube, der gute Andi hat, glaube ich, mal drauf verlinkt, dass es auf omsi.cz auch die V2 gibt. Wenn nicht, dann müsst ihr ein bisschen gedulden. Der Himmel ist quasi... Da gibt es so ein Omsi SkyMod im Forum, schaut mal unter Other oder sowas. Da gibt es auf Seite 4 oder 5 so eine Omsi SkyMod mit 10 verschiedenen Sets und das ist Set 4. Das heißt immer bloß Omsi SkyMod 1.0 oder sowas und das ist Set 4 daraus. So,
habt ihr das auch. Wie viele Haltestellen noch? Zwei. Oder drei. Auf jeden Fall sind wir im letzten Kaff. Also, bitte keine Gedanken machen, dass ihr irgendwie nebenher einpennt. Wobei bei der Musik, machen wir ein bisschen. Wobei die ist ein bisschen, die hat ein bisschen Funk im Hintergrund. Genial. So. Lass ich dabei auch mal mitfahren. Ich bin nicht zu spät. Nein, das tut mir so. Ich bin hier aber zu spät. 23 Minuten passt. Wie teuer war dein PC? 890 rum. Ein bisschen weniger, glaube ich. Bisschen weniger als 890. Wie gesagt, bei 2000 Abonnenten kommt eine exklusive und vor allem geniale Room-Tour-Gedöns-Viech-Equipment-Vorstellung und dann. Was kommt danach? Schlafenszeit! Frisst die SkyMod viel FPS? Nein, und zwar, dass es einfach bloß eine Textur ersetzt. Das heißt, die normale Textur wird einfach durch diese Textur ersetzt und es ist einfach eine andere Textur, die da ist. Das macht nichts. Danach kommt, wie es einfach schlafen gehen. Erst wahrscheinlich noch kurz der Pause-Screen, aber ich wüsste nicht, dass es eben noch große ungeklärte Fragen der Menschheit gibt, die heute Abend noch geklärt werden müssen. Und deswegen. Naja, schlaf wahrscheinlich noch nicht, aber zumindest mal gemütlich machen, ne? YouTube-Videos von professionelleren Menschen schauen. Und das Lied heißt passenderweise Jason Farnham und Get Outside. Das heißt, geht einfach an. Macht was Gescheites, genießt euer Leben, Carpe Diem, Memento Mori und so. Ach, möchte jemand aussteigen? Dann geht halt mal raus. Ja, steig mal vorne aus. Und er teleportiert sich wieder durch unsere Tür durch, weil die ist ja nicht zu oder so. Nein, das tut nur so. Ich hatte mal den EMB-Mod, der hat grauen für... Genau, alle Mods, die sich quasi als Overlay vor das Spiel legen und quasi, hier, sag mal, quasi die den Kontrasten sowas verändern und sich quasi ums komplette Bild legen, enorm viel. Genauso wie Omsi 2FX und SweetFX und sowas. Die ziehen halt FPS. Ist einfach so, kommt auf die Grafikkarte an, wie stark das alles ist. Aber dieser SkyMod ist, wie gesagt, einfach nur eine Textur. Macht, wenn überhaupt, dann mal einen Unterschied im Grafikspeicher. Aber ich glaube, die Originaltextur hat irgendwie 300 KB und die ist 4 MB. Also, ist es wirklich nichts. Die das ENB-Mod ist einfach was, was sich quasi ein bisschen davor legt und quasi die Farbe ein kleines bisschen aufhübscht, genau. Dann hast du ein bisschen mehr Kontrast und nicht so flaue Farben und sowas, aber ich brauche sowas nicht. Ich schaue danach nochmal vorm Fernseher. Viel Spaß noch auf YouTube. Ja, YouTube beste. YouTube beste Ersatz für Fernseher, habe ich es einfach weitergeschaltet. Skolvin, wunderbar. Ach, da sind wir. Ganz gemütlich, finde ich gut. So. Imaranda. Ja. Wir haben es geschafft. Ich bin jetzt durch mit dem Livestream. Es ist interessant. Das Tee war aus. Es gibt nur noch einen Schuss. Von mir gibt es auch nur noch einen Schuss. Ist da mein Motor aus? Nee, nee, auch noch. Mini-Herrschaften. Sisbas terminates hier. Please leave and exit. Hier ist das Sky. Ach, danke für den Link. Wenn es stimmt, dann freut mich das. Dann Dankeschön. Genau, ich mach mal ganz kurz den Hilfspfeiler aus. Ach, schön. Warte mal, dann moderiere ich mal ganz kurz ohne Musik ab. Einfach, weil Stil echt und so. Schön war's. Mal wieder irgendwie anstrengend und mein Hintern tut weh. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich vom ganzen Pedale treten. Aua. Bin ja noch Auto gefahren, deswegen aua Pedale. Und letzter Follower, Gore2751. Nun, da ist der Stream jetzt vorbei. Das heißt, ihr könnt es nochmal auf YouTube anschauen, wenn ihr wollt, wenn ihr irgendwas verpasst habt. Also ich fange es gleich an. Stimmt, ich muss noch was hochladen. Stimmt, ich muss den Stream hochladen. Also ich fange es quasi gleich an, den ersten Teil vom Stream hochzuladen. Und genau. Ansonsten, war ein schöner Livestream, euch noch einen schönen Abend. Genau, dir auch. Freut mich, dass ihr dir gefallen hat, was ich zwar eben nicht nachvollziehen kann, weil es ist mein Livestream, der muss popelig sein. Es geht nicht anders. Auf jeden Fall, das war's. Warte mal, ich kann mal. Machen wir mal schön. Machen wir mal, da. Jo, wunderschön. Wobei, kurze Pause wäre falsch. Das hier wäre ich auch falsch. Ich habe kein End. Ich habe keine Endcard. Egal, sowas brauchen wir nicht. Auf jeden Fall, dir noch ein schönes Wochenende. Genau, dir auch noch. Diese English Skills.
Ja, ich muss auch dazu sagen, man muss da zum Englisch, und Jonas followt einfach nochmal. Wir haben im Englisch auch schriftlich und Kommunikationsprüfung machen müssen. Und in der Kommunikationsprüfung habe ich 6 Punkte bekommen. Es entspricht ungefähr der 4 bis 5. Also ich kann nicht Englisch. Wissen wir. War ganz nett, der Abend ist immer ohne Überlänge genau schön. Also tschüss euch allen. Noch einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn du die Elektrik ausmacht, gehen die raus. Stimmt, dann geht die Matrix weg. Oder auch nicht. Egal. Also ihr macht's gut, habt noch einen schönen Abend. Ihr auf YouTube habt noch eine schöne Zukunft. Ja, und es wird mit der Zeit professioneller und gescheiter. Ich schaue mir das alles nochmal an. Und werde an Sachen arbeiten wie Technik und sowas und an mir selber nicht, weil das muss einfach so. Und da oben fliegt ein. Das ist toll an dem Bus. Der hat hier oben einen fliegenden Reflektor. Das hat den Vorteil. Wenn nämlich bloß hier unten ein Reflektor ist, dann kann es sein, dass man den Bus übersieht. Jetzt hat der Bus allerdings Überlänge und durch das Raumzeitquantum muss dieser Bus dann auch eine Überhöhe haben. Und die wird dadurch signalisiert. Wisst ihr Bescheid. Also. Ja, macht's gut. Oh, ich brauche noch eine Omsi-Folge für übermorgen. Wobei, kann ich den Stream raushauen, das reicht doch eigentlich. Ich glaube, das reicht eigentlich. Oh Mann, so viel kann ich auch nicht aufnehmen. Also, macht's gut. Tschüss, Robinator25 nochmal zum Abschied. Bis zum nächsten Stream. Erster Freitag im Monat immer. Könnt ihr euch merken, erster Freitag im Monat. Muss bei meinem Pedo auch nochmal. Erster Freitag im Monat, 19 Uhr, twitch.tv/ii97, mach mal wieder Licht. Das Licht ist an. Das seht ihr da hinten, da ist eine Spiegelreflektion, da seht ihr, dass das Licht an ist. Jetzt können wir zum Beispiel auf, moderieren wir so, ob das hat Stil. Also, euch allen 45 Zuschauern wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Abend, die ihr gleich keine Zuschauer mehr seid und hinaus in die Welt entlassen werdet. Boah, es ist rot. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Stream, erster Freitag im Monat, 19 Uhr, twitch.tv/ii97, da seid ihr auch gerade. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch ein wunderschönes Wochenende und eine gute Nacht für die, bei denen es dann bald soweit ist. Also, tschüss.